Corinna Scharzenberger, ÖVP, eine Juristin aus Schladming, ist die Nächste. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzter Herr Bundesminister, Hohes Haus. Schon bald ein halbes Jahrhundert lang ist die Debatte rund um die Abschaffung der kalten Progression ein fixer Bestandteil des steuerpolitischen Diskurses in diesem Land. In Zukunft können wir uns diese Debatte sparen, weil diese Bundesregierung nämlich hält, was sie verspricht. Sie schafft die kalte Progression ab. Mit dieser Strukturreform als langfristige Entlastungsmaßnahme wird diese schleichende Steuererhöhung zu 100% abgeschafft. Zwei Drittel davon automatisiert und ein Drittel bleibt der Politik zur Verfügung, um flexibel und solidarisch zu verteilen. Und da gibt es einige Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus, die dieses Modell als Mogelpackung bezeichnen, die dem Herrn Finanzminister vorwerfen, dass er sie die kalte Progression nur teilweise abschafft oder ihm sogar vorwerfen, er bereichere sich an einem Handlungsspielraum für das verbleibende Drittel. Das ist ganz einfach falsch. Der Gesetzestext sieht jedenfalls vor, dass dieses Drittel den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zurückgegeben werden muss, und zwar in der Form von Entlastungsmaßnahmen im Bereich der Einkommensteuer. Und genau das gewährleistet diese politische Flexibilität für mehr Treffsicherheit, die wir jetzt auch brauchen. Die Abschaffung der kalten Progression ist außerdem auch ein Akt der Fairness allen fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegenüber. Weil genau diese Menschen, die Einkommen durch Leistung erzielen, nicht steuerlich bestraft werden dürfen. Und als vergleichsweise jüngere Abgeordnete in diesem Haus noch etwas zur Generationengerechtigkeit. Man kann nicht nach dem Motto leben, der Staat wird es schon richten. Umso wichtiger sind daher diese gezielten Schwerpunktsetzungen in diesem Budget 2023, um treffsicher vor allem auch in den kleineren und mittleren Einkommensbereichen zu entlasten. Und die Frau Kollegin Meindl-Reisinger stellt sich da raus und schreit laut Gießkanne: Da sind wir eben genau bei diesem letzten Drittel der kalten Progression, wo eben dieser Handlungsspielraum für noch mehr Treffsicherheit für langfristige Entlastungsmaßnahmen gegeben ist. Wir lassen die Bürgerinnen und Bürger nicht im Stich. Deshalb setzen wir weitere treffsichere Maßnahmen wie die Valorisierung der Sozialleistungen oder die Strompreisbremse. Damit zum Beispiel fördern wir den Grundbedarf an Strom, aber wir sorgen auch dafür, dass die, die darüber hinaus Unterstützung brauchen, diese auch bekommen. Das Notwendige zur Verfügung stellen. So hat es der Herr Finanzminister heute in seiner Budgetrede gesagt. Und es ist jetzt vor allem an die sozialdemokratische Fraktion gerichtet. Man muss sich verabschieden von dieser Vollkasko-Staat, von diesem Vollkasko-Staat-Wunschdenken. Es geht um das Geld der Steuerzahlerinnen und der Steuerzahler. Und naja, Herr Kollege, eine umfassende Wirtschaftskompetenz wird nämlich genau Ihrer Fraktion, der SPÖ, eben nicht zugeschrieben. Und das bringt mir gleich zum letzten Punkt. Vor allem Kollegin Voglauer hat es auch angesprochen, weil immer wieder Zwischenrufe kommen in diesen Debatten und wir uns da oft mit dem Wechseln von parteipolitischem Kleingeld aufhalten. Es ist jetzt nicht die Zeit dazu. Die Menschen haben Sorgen und Ängste. Ich wünsche mir für dieses Land, dass wir alle gemeinsam diese Sorgen und diese Ängste der Bevölkerung ernst nehmen. Und ich wünsche mir, dass wir alle gemeinsam mit Vernunft und mit Hausverstand dieses Land durch diese schwierige Zeit führen. Eines steht nämlich fest: Unsere Bundesregierung leistet Großartiges. Und ich bin der vollsten Überzeugung,
dass uns keiner besser finanziell durch diese schwierige Zeit führt wie dieser Finanzminister. Vielen Dank. Das war Corinna Schatzenberger von der ÖVP.